Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu einer neuen Folge von My Sims Kingdom. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir waren hier auf dieser Insel, wo wir mehr von diesem Onyx gefunden hatten. Das, was wir letztes Mal vermisst hatten. Genau, Onyx, hier. Huch, Mist. Nein, oh. Ich bin noch nicht so dran gewohnt hier. Fische hoch 3, ja, das war's nicht. Hier. Genau, wir müssen noch Bernstein finden, aber wir haben genug Onyx. Für den Katzenpalast. Die Redekastenschriftrolle. Okay, da brauchen wir mehr Onyx. Was steht da? Moment. Du musst schürfen und graben, um alle Essenzen für die Redekastenschriftrolle zu finden. Ich glaube, wir müssen dann mehr graben. Turbo muss Werbung machen. Stelle jeweils ein schwarzes Brett an sein Restaurant, an das Dr. S-Labor und an der Kontrollstation auf, wo Vic trainiert. Okay. Okay, dann gehen wir doch mal da direkt rüber. Ich weiß, es lägt etwas. Es tut mir... Lägt, meinte ich natürlich. Es tut mir schrecklich leid, dass das so ist. Wie sieht denn... Ach so, sah ein schwarzes Brett aus, ne? Okay. Da drüben trainiert der Vic. Dann gehen wir direkt mal rüber zu dem. Und, ja. Oh, da war einmal wütend. So. War das hier? Oh. Was ist das? Oh, das ist gruselig, glaube ich, ja. Nein, ich sitze zu nah dran. Ich mach mal kurz ein bisschen mehr Platz und dann sehe ich euch gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier ein bisschen Platz gemacht, denn bei der Wii braucht man immer etwas mehr Platz und es ist hier so total ungeschickt. Ha. Ich weiß nicht, wo das schwarze Brett ist. Ah. So. Umdrehen. Wo stellen wir das am besten hin? Stellen wir einfach hier hin, guck. So. Und dann noch hier drüben, da wollte der das auch noch haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hier ist ein schwarzes Brett. Und wo stellen wir das am besten hin? Huch, ich bin stecken geblieben. Stellen wir am besten hier hin. So. Reden. Wir müssen eine der Werbungen irgendwo anbringen, wo viel los ist. Vielleicht draußen vor dem Labor dieses verrückten Wissenschaftlers. Das nenne ich Marketing. Flyer lesen. Nee, das ist hier nur Flyer lesen. Ha. Okay, graben wir doch einfach mal. Vielleicht finden wir noch mehr Sachen, die wir brauchen. Wie ging das nochmal? Okay. Ah ja, genau so. Ah, ist das Bernstein? Nee, das ist Onyx. Aber das brauchen wir sowieso. Von dem her macht das ja nichts. So. Genau, und da drüben können wir schürfen. Oh, jetzt sind wir fertig für ihn. Okay. Wo ist denn der? Ich glaube, der ist da drüben. Hä? Wo ist er hin? Roboter! Dann, während wir warten, bis wir den Roboter finden, können wir noch ein bisschen hier rumgraben. So. Ah, wir haben eine Schriftrolle fertig. Oh, hier ist auch noch was. Oh, nochmal eine Schriftrolle fertig. Das ging so schnell. Reden. Ich habe eine Schriftrolle fertig. Jawohl. So, einmal die da. Damit kann man bestimmt etwas ganz Besonderes bauen. Ja, hoffentlich. Hoffe ich mal, ne? Ach so, da ist jetzt der Flyer dran. Maschine rein, raus. Abgasdachrohr, verdecktes Dachrohr, Lüftung, Sicherheitskamera, Satellitenschüssel, Dr. S. potenzieller Energiegenerator, Dachdruckmesser, Schalterkasten, kleine Laborplattform, große Laborplattform, Metallzaun, Metallfarben, Spielzeugroboter. Okay. Ich habe noch eine Schriftrolle fertig.
da wird Vic bei seinem Training sicher. Das wird Vic bei seinem Training richtig helfen. Oh, ich kann nicht lesen oder sprechen. Das tut mir so leid. Redekasten. Ach genau, da müssen wir jetzt rüber. Oh, hier ist er. Du bist ein prima Marketingpartner. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Jo, kein Problem, ne? So, wir haben jetzt dieses neue Dings. Das da. Wo soll das denn überhaupt hin? Ach so. Hierhin? Nee. Hierhin? Da muss auch noch eins hin, glaube ich. Okay, wir müssen, glaube ich, noch mit dem reden zuerst. Hm, mal sehen. Genauso könnte es funktionieren. Okay, Kuruk, ich werde dir mal den Redekasten erklären. Durch den Dampf Rotarix dreht sich das Zahnrad in eine Richtung. Aber um die 10 Räder mit der Zentrifugenachse zu verbinden, müssen die Zahnräder um eine Ecke drehen. Und da kommt der Redekasten ins Spiel. Wenn du eine Seite des Redekastens zum Drehen bekommst, dreht sich der Rest gleich mit. Ist das nicht toll? Diese Redekasten sind wirklich klasse. Versuch's mal, Kuroki. Du musst mindestens einen Redekasten verwenden, um die Zentrifuge in Gang zu bekommen. Viel Glück. Joa, das haben wir gerade probiert, aber irgendwie... Hm. Ich weiß nicht, ob wir da nur Redekasten benutzen sollen oder nicht. Huch, falsch. Hier. Kurze Achse, mittlere Achse. Also die Achsen gehen ebenfalls. Hm. Keine Ahnung. Probieren wir es doch einfach mal so. Ach, guck mal, das funktioniert. Ah, okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Lange Achse hier. Tatsächlich, das funktioniert wirklich. So, hier auch noch eine. Aber wie soll man das bitte... Ach nee, ich weiß schon. Okay. Okay, okay, Moment. Geht das auch? Oh, das geht. Oh, tatsächlich. So, dann einmal hier hin. Und hier hin. Oh, es hat funktioniert. Überhaupt nicht kompliziert oder so. Oh Mann, geht das schnell. Ich hoffe nur, dass mir nicht schwindelig wird. Vielen Dank, Kuroki. Ja, bitte, ne? Und? Wird dir schwindelig? Mitfahren. Hui! Na, das ist ja ganz schön schnell, du. So, einmal raus. Ich glaube, das müssen wir nicht in Gang bringen. Oder doch, das braucht auch Strom. Gut, dann probieren wir das mal in Gang zu bringen. Wir wissen ja mittlerweile, wie... Wir brauchen sowas. So. So. Ach nee, das ist zu viel. Vielleicht so? Genau. Und dann brauchen wir nochmal diesen Block. So. Und das sollte jetzt Strom haben. Hm. So ganz ging das nicht. Okay. Lassen wir es einfach mal so. Was müssen wir denn noch machen? Ah, Labor wieder aufbauen. Okay. Was wir auch noch machen, ist noch ein bisschen mehr nach Onyx suchen. Den brauchen wir nämlich für das Kätzchen, falls ihr euch erinnert, für das Katzenschloss. Und Onyx gibt es hier. Viel häufiger als dort drüben. Wisst ihr noch? Ich habe es gegoogelt gehabt und habe gesagt, oh, da finde ich überhaupt gar nichts. Es ist einfach nur ewiges Farmen. Und dann ist es gar nicht ewiges Farmen. Es ist tatsächlich, dass man es hier einfacher kriegt. Also es ist auch wieder Farmen, aber nicht ewiges Farmen. Denn hier kommt es raus. Okay, so. Reden. Wir können eigentlich gar nichts machen, bis wir nicht ein vernünftiges Labor haben. Ich habe gehört, dass du ziemlich gut mit diesem Zauberstab umgehen kannst, Hori. Meinst du könntest mir helfen? Ja, bestimmt. Wir müssen dafür sorgen, dass das neue Labor viel stabiler wird als das alte. Und Dr. F. findet es sicher toll, wenn wir jede Menge seiner Supergeräte reinstellen können.
Achso, das heißt jetzt wahrscheinlich, dass ich jetzt losbauen soll. Tatsächlich. Okay. Baue Dr. Fs Labor wieder auf und verwende dazu viele technische Sachen und vergiss die Tür nicht. Dr. F hat die Teleportation nämlich noch nicht erfunden. Oh, noch nicht? Ja, schade, ne? Okay, so. Fangen wir doch dann mal an. Ein Labor zu bauen, meine ich. Genau, kleine Laborplattform. Große Laborplattform. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie, wo, wann, was. Probieren wir es doch einfach mal. Ich weiß nicht, wofür das soll. Ich dachte, wir bauen hier so ein Haus hin oder so. Also so dann vielleicht. So. 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 Und so. Nee, dann müssen wir das schon drehen. So rumdrehen. So rumdrehen wir das. So. Dann brauchen wir eine Tür. Die hier nirgendwo hin. Ach, wir können das alles wegräumen. Oh, mir sagt niemand was, ehrlich. Nie. Okay, du kommst hier rüber. Du kommst weg. Ich glaube, da kriegen wir sogar Mana hiervon. Was sehr, sehr cool ist. Ach, hier, das muss auch noch weg, Mensch. Okay. Den Generator können wir ja behalten. Den können wir ja hier hinstellen. So. Dann ist es so ein bisschen industriemäßig. Ups. So, so. Ja. So. So. Und so. Und ja, so. Und so. Das sollte ich oh Gott. Hilfe. Ah, hier. So, sollte das, glaube ich, passen. Muss ja nicht schön sein. Wir können es ja noch anmalen ein bisschen. Wir haben, glaube ich, Metallfarben erhalten. Grautöne. Ach so. Wo sind denn jetzt die ganzen Metallfarben hier? Dame. So. Oh, wir haben ein Radiergummi. Das habe ich gerade erst bemerkt. Ah, hier. So, wir können das so haben. Ich weiß, es tut mir so schrecklich leid, dass es laggt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also es ist nicht... Es war immer seit dem Windows 10 Update und danach wurde es auch nicht mehr normal. Leider Gottes. So. Da drüben ist noch... Geh weg. Drüben ist noch eins. Genau so. Okay, dann brauchen... Entschuldigung, dann brauchen wir natürlich noch das Dach. Ach, dafür soll wahrscheinlich das Dach da sein. Ja, gut, dann machen wir das Dach so. Genau. Und das machen wir dann doch so. Und so. Okay, wir brauchen... So. Wir brauchen... Was ist das? Metallbrücke. Na, das brauchen wir nicht. Oh, wir können hier eine Fläche haben. Oh, das ist vielleicht gar nicht... Oh, da kann ich nicht hoch. Gar nicht so schlecht eigentlich. Ich muss mal gucken, ob das hier auch okay aussieht. Ja, sieht ganz okay aus. Okay, da weiß ich noch nicht so ganz genau. Gucken wir doch mal weiter. Ach, wir haben hier kleine Laborplattform ebenfalls. Okay. Bringen wir doch mal die Tür an. Das ist Fenster. Die Tür an. Hier ist die Tür. So. Hier haben wir eine Tür. Dann können wir jetzt wieder zurück zu den... Ist das richtig? Oh, Spielzeugroboter. Okay. Wo ist denn jetzt das Dingensbummes, das wir gerade hatten? Ach, guck mal. Dachdruckmesser. Okay. Dann drehen wir das mal.
Ach nee. So, dann schwebt das jetzt einfach da. Okay, ich wollte jetzt aber eigentlich potenzieller Energiegenerator, das haben wir. Ah, Abgasdachdingens. Oh, das passt hier, glaube ich, nicht hin. Ah, hier passt das hin. Dann haben wir hier noch eins. Warum passt das denn hier nicht hin? Gut, dann passt das nicht hin. Oh, ein Satellit. Den können wir da an die Seite hin. Hallo? Ja. Okay. Ah, fertig. Wir sind noch gar nicht fertig. Pff. Also ehrlich, wir brauchen noch Fenster. Hallo, weiß doch jeder, ohne Fenster geht nicht. Also ehrlich. So. Wo war denn jetzt dieses Plattform-Dingens? Ah, hier. Gefunden. Hab eine Weile gebraucht, aber gefunden. Ah, hier. So. Genau, ich wollte hier drei davon. So. Okay. So. Hallo. Nee, nee, nee. Nicht du. Ja, du. Gute Arbeit, Kuruti. Kuruki. Vielleicht werden wir ja doch noch rechtzeitig mit ein paar Sachen fertig. Dann wollen wir mal reingehen. Okay, dann gehen wir mal rein. So wie du das, nein, ich wollte die Tür benutzen. Oh, es sieht etwas kaputt hier drin aus. Ach nee, das ist die Dusche. Okay. Jetzt fehlt nur noch der Raketentreibstoff. Du musst einfach die Tüllen an der Wand und die drei Treibstofftanks hier mit Rohren verbinden. Währenddessen kalibrieren wir die Treibstofftanks. Der Verbindungspunkt an den Tanks befindet sich oben. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ach, das sind die Treibstofftanks. Okay. Und die müssen wir jetzt verbinden. Ich denke mal hiermit. Denke ich. Ach nee, warte mal. Quatsch. Hiermit. Ja. Aber nicht mit einem Sprinkler, glaube ich. So. Ach so, genau. Wasserpumpe. Okay. So. Und so. Na, da brauchen wir vielleicht ein anderes Rohr hierfür. Nee, 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 warte mal. Das ist doch eine gute Idee. So. So. Okay, da brauchen wir doch noch ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte. So, gehen wir doch mal mit einem langen Rohr. Das ist zu lang jetzt. Oh. Kurzes Rohr. Das sollte jetzt aber passen, oder? Oder können wir das so? Ah, so geht das vielleicht. Aha, guck mal, so passt das. Tatsächlich, jetzt ist es rot. Okay, das bedeutet, wir brauchen hier langes Rohr. Jo, nochmal ein langes Rohr. Nochmal ein langes Rohr. Nochmal ein langes Rohr. Noch eins. Und noch eins. Und jetzt brauchen wir das hier, um uns zu... Ups. Nein. Zu bewegen. Und noch ein langes Rohr. Noch ein langes Rohr. Noch ein langes Rohr. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu lang, ne? So. Und dann noch ein kurzes Rohr. Und fertig sind wir. So schnell geht's. Okay. Ich glaube, das bedeutet, dass wir fertig sind. Gucken wir doch mal. Geschüttelt, nicht gerührt. Verwende Rohre, um die Treibstoffhähne mit den drei Tanks zu... Drei! Wo ist Nummer drei? Oh, da ist nochmal... Aha. Okay. Na, das ist ganz... Nein. Das ist ganz einfach. Oh, genau, deswegen hat es nicht funktioniert. So. Wir müssen hier ein anderes Rohr benutzen. So eins nämlich. So, dann wird das jetzt ein bisschen umgebaut. So. Okay.
Moment, brauchen wir so eins? Genau. So. Und dann so. Und so. Genau, dann auf der Seite haben wir nochmal ein Rohr, das wir jetzt benutzen können. So. Und das ist zu lang. So. Und so. Sehr schön. Dieser Treibstoff ist genau 497% explosiv. Ausgezeichnet. Ich wollte gerade sagen, ich bin stecken geblieben. Gesundheit. Gesundheit, Buddy. Gut, gucken wir doch mal. Okay, Priskins Schriftrolle ist die nächste, die wir vielleicht beenden sollten. Wir müssen nur noch... hier... Mich juckt's. Hier die Sachen finden. Und wie wir das antreiben, habe ich keine Ahnung. Vielleicht können wir da rübergehen und gucken, ob wir das antreiben können. Oder ist das jetzt... Nee, das ist immer noch nicht an. Ich habe da so eine... Oh. Hallo? Das ist gar nicht gut. Wir brauchen diesen Computer, um die präexperimentellen Tests durchzuführen. Hier, das ist eine Schriftrolle für einen elektrischen Generator. Komm wieder zu mir, wenn du sie abgeschlossen hast. Ach, deswegen funktioniert es nicht. Was würde man nur ohne Elektrizität machen? Wahrscheinlich Zeitung lesen. Okay. Oh, wir sind schon fertig. Nee, wir sind nicht fertig. Wir brauchen noch. Ach, okay, wir brauchen 5 Zitteraal. Metall 5 und davon 5. Wo wir den Zitteraal herbekommen, weiß ich. Aber ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um ein Teil der Fledermaus-Familie zu werden. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr unser Auto findet und wie ihr das Labor findet. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.